Ist okay, wir kriegen's wieder. Komm schon, keine Angst. Steck doch nicht auf, die kriegen wir. Ziegel! Betty sagt ihr, sie soll mich zufrieden lassen. Er hat doch angefangen. Hab ich nicht, du lügst. Hast du doch. Nein, gar nicht. Schon gut, jetzt hört auf und lass doch das streiten. Wie hat der angefangen? Das ist ja toll. Darf ich das auch, Daddy? In ein paar Jahren vielleicht, wenn wir mal ein Motorboot haben. Können wir nicht auch mal in das Camp? Ich wette, da kann man das lernen. Na, ich überleg's mir mal. Weiter so, Dolor, du kannst das toll. Könnt ihr mal anhalten? Hey, Greg, ich möchte auch mal eine Runde mit dir drehen. Komm, Marianne, du weißt, dass das nicht geht. Sei doch nicht so stur, ich weiß, wie man diese Dinger fährt. Mein Alter hat eins doppelt so groß. Ja, und dein Alter muss mir da einen Job suchen, wenn ich hier rausfliege. Hör doch auf, Mensch, niemand sieht uns so weit draußen. Das findet ihr wohl komisch, hä? Ihr kleinen Ungeheuer. Lass mich, bitte. Also schön. Super. Also gut, nur für eine Minute. Und nicht zu schnell. Hey, John, wir sind doch mit dem Doktor verabredet. John! Es ist gleich 16:30, der Doktor muss bald hier sein. Ja. Auf geht's. Dr. Thomas kommt gleich. Tante Martha kommt?
Kommt Ricky auch mit? Nein, wahrscheinlich nicht. Der ist das Wochenende bei seinem Vater. Du siehst aus wie ein Skifahrer mit einem Bucke. Stell dich doch gerade hin, Dolores. Mensch, dreh doch ab. Was willst du? Ich weiß nicht. Vorsicht, das Boot! Irgendwas von einem... Mensch, scheiße! Dreh ab, reiß das Steuer um! Seid ihr bescheuert? Lass mich ans Steuer! John. Ah! Oh mein Gott! Irgendjemand muss doch den Leuten helfen! Ihr könnt sie doch nicht einfach verhalten lassen! Tut doch was! Oh mein Gott, und wir sind schuld! Ihr müsst ihnen helfen! Tut doch was! Sie werden sterben! Wir sind schuld! Wir haben das Boot gerammt! Bitte tut was! Bitte, bitte! Tut doch was! Beeilung, ihr Lieben! Wir wollen doch nicht zu spät kommen zum Bus! Großer Gott, das reicht überhaupt nicht. Richard, Angela, oh, da seid ihr ja. Sieh mal hier, ich hab dir und deiner Cousine ein paar Süßigkeiten eingepackt für die Reise zum Camp. War das nicht nett von mir, hm? Auch Chips? Aber sicher, ich finde sogar eine Riesenportion. Ich hoffe doch wenigstens. Angela, hast du denn gar keinen besonderen Wunsch, mein Kleines, was du gern noch hättest, hm? Wir müssen los, Mami, es ist schon spät. Wir gehen ja auch gleich. Wir wollen doch wohl nicht, dass sie ohne uns abfahren, nicht wahr? Das wollen wir doch nicht. Nein, nein, ich habe irgendwas vergessen. Kommt, Kinder, wir wollen uns auf den Weg machen. Ist was? Ich bin sicher, dass ich was vergessen habe. Nur, was war es bloß? Oh, ich weiß wieder, was es ist. Ich wusste, ich würde nichts vergessen. Ich habe mir doch extra eine Eselsbrücke gebaut in Form eines kleinen Fadens. Richtig, an meinem Finger, damit ich es nicht vergesse. Hier, es hat geklappt. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Was ist es denn nun? Oh, einen Moment, ich werde gleich zurück sein. Die gute Mami hat's mal wieder erwischt. Hier sind sie schon, ausgefüllt und unterschrieben von mir. War das eine gute Idee? Hm? Was ist das? Eure Gesundheitszeugnisse natürlich, ihr könnt doch nicht in ein Camp fahren ohne Gesundheitszeugnis. Und seid vorsichtig, erzählt keinem, woher ihr sie habt. Ja, denn ich fürchte, sie würden nicht sehr begeistert davon sein. Selbst wenn sie sehr gut wissen, dass ich Ärztin bin. Was sie auch machen, ich werde schweigen. Ach, du bist wirklich zu lieb. Also saust schon los. Ist gut, Mom. Mach's gut, meine Engel. Ich hoffe, es wird eine schöne Zeit. Wird's ganz bestimmt. Pass mir gut auf meine Kleine auf, Richie. Wiedersehen, Mami. Wiedersehen, Schatz. Alle Camp-Teilnehmer begeben sich zu den ihnen zugewiesenen Unterkünften.
Und packen eure Sachen aus. Unterkünfte, verstaut die Busse schon mal. Gesundheitszeugnisse bitte bei eurem Betreuer. Nun macht doch mal hin, Leute, sonst ist die Sonne untergegangen, bevor ihr fertig seid. Hopp, hopp! In Ordnung. Nach dem Essen schöpft ihr alle im Speisesaal. Alle Kämpfer in die Garagen. Du da lang. Du da lang. Wollt ihr Banditen wohl die Busse in die Garage bringen, sonst berechnet ihr wieder Überstunden. Mann, so viel ungerupfte Hühnchen. Wisst ihr, wir sind alle spaltbar. Macht einem der Mund wässrig. Arti, die sind doch viel zu jung für das, was du gerne willst. Bin mein Alter. Sowas gibt's doch gar nicht zu jung. Du bist nur zu alt. Ricky, altes Haus. Paul, Mensch, klasse. Alles klar? Ach, immer die gleiche Scheiße. Meine Cousine Angela. Hey, nicht schlecht. Sie ist schüchtern, weißt du. Zum ersten Mal von zu Hause weg. So, ich muss sie zu ihrer Unterkunft bringen. Wir sehen uns auf dem Hügel, klar? Klar. Komm. Hey, Rick. Wart mal, bis du Judy siehst. Mann, oh Mann. Wirklich? Hm, wirst ja sehen. Ich und Judy sind mal zusammengegangen. Hey, vielleicht habt ihr dasselbe Zimmer. Das hier sind die Mädchenwohnungen. Da drüben ist der Speisesaal. Und das nächste, das Ronnys Laden. Und dahinter der Bogenschießplatz. Da ist sie ja. Judy! Judy! Wie geht's dir? Gut. Will der Kleine zu dir? Was ist denn das für einer? Treffen wir uns nachher? Vermutlich bin ich ja nicht mehr gut genug. So, hier wohnst du, Angela. Wenn du irgendwas brauchst, ich wohne in Haus 19. Du wirst es schon finden. Bring auch ein paar Freunde mit, hm? Was waren das für Typen? Die habe ich eben kennengelernt. Sind die nicht ein bisschen alt für dich? Die waren genau meine Kragenweite. Ist doch Blödsinn, du weißt das. Leider habe ich keine Zeit mehr, diesen Unsinn anzuhören. Entschuldige bitte, Pute. Alle mal herhören. Wir wollen uns beeilen und auspacken, damit wir die verdammten Koffer hier loswerden. Nebenbei, für die, die es noch nicht wissen, mein Name ist Meg. M-E-G. Das hier ist Susie. Habt ihr irgendein Problem, ist sie euer Ansprechpartner. Verstanden? Okay? Kapiert? Was klotzt du denn dauernd? Weißt du nichts Besseres? Lass das! Du bist Angela. Du weißt doch, Ronny hat uns von ihr erzählt. Mit der haben wir das Große losgezogen. Die krieg ich. Verstehst du, was ich meine? Sie hat gar nichts angerührt. Angela, Max sagt, du hast fast nichts gegessen, seit du hier bist. Ist es richtig? Aus der kriegst du keinen Ton raus. Sie hat noch nicht ein Wort gesagt. Weißt du was? Wir beide gehen jetzt in die Küche und gucken, ob wir da vielleicht was für dich finden, was du magst. Ist das okay? Ich nehme sie mit in die Küche zu Arti. Das wird schon. Vielleicht ein bisschen Heimweh. Komm mit, Angela. Komm. Thank you.
Der verzieht die kleine Pute richtig. Hey Ben, ist Artie hier? Artie, kann ich dich mal einen Moment sprechen? Hey Artie, sei mal vorsichtiger mit deiner Biertrinkerei. Hast ja recht. Was gibt's? Hier ist eine neue aus dem Camp. Angela, das ist Artie, unser Chefkoch. Gefällt es dir hier, Angela? Geh doch mal ran. Wie du siehst, ist sie nicht sehr gesprächig. Und von deinen Kochkünsten ist sie auch nicht gerade angetan. Vielleicht kannst du ja was Schönes für sie finden. Das ist für dich und Mel, Ron. Ich komme, hol du Mel, ja? Sieh mal zu, okay, Artie? Ich komm da nochmal. Kein Problem, wir finden bestimmt das Richtige. Fangen wir doch erstmal an, in der Vorratskammer zu suchen. Man weiß nie, was man da alles entdecken kann. Wo ist meine Cousine? Ronnie ist mit ihr in der Küche. Hat sie was gegessen? Ja, denkste. Wir haben Probleme mit ihr. Sie isst nichts, sie sagt nichts, sie tut gar nichts. Warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie ist doch friedlich. Wer sie noch stiller, hielt ich sie für tot. Na, Angela? Schon was gefunden? Vielleicht kann ich dir helfen. Wirklich, du bist eine richtig süße Zuckerpuppe. Ja, ich glaube, ich habe da genau das Richtige für dich. Hey, was soll das werden? Du hältst die Schnauze, klar? Du hast nichts gesehen, gar nichts! Ja, ja, ganz bestimmt. Und jetzt raus! Na. Hey, langsam! Was war denn da los? Hab sie wohl erschreckt. Sieht so aus. Siehst du mal nach dem Wasser? Ich bin hier gleich fertig. Das verdammte Wasser sollte schon über eine halbe Stunde kochen und... Da! Scheiße! Gib mir doch mal diesen verdammten Stuhl! Aber bitte sehr, der Herr... Dauert mindestens noch ein paar Minuten. Dann hake ich so lange noch Heu. Willst du mitkommen? Wenn ich im Mais reingetan hab. Na, bis gleich. Du willst mich wohl umbringen! Verdammt nochmal, hilf mir hier runter! Komm schon, Kind. Hilf mir runter und ich mach dir einen schönen Eisbecher, okay? Hey, was zum Teufel soll das? Hör auf, du kleine Sau! Wenn ich runterkomme, mache ich dich fertig! Hilfe! Ben! Ben, zum Teufel, hilf mir! Ben! Ben! Hilfe! Ah!
Ich fürchte, das Beruhigungsmittel ist nicht stark genug, um die Schmerzen zu lindern, die er jetzt hat. Jeder Nerv in seinem Körper brennt höllisch wie Feuer. Wie ist Ihre Prognose, Doktor? Nun, er hat Verbrennung dritten Grades, speziell im Gesicht. Und seine Augen? Kann ich noch nicht sagen. Dass das aber auch passieren musste. Der arme Kerl muss doch verrückt werden. Ja, wenn er Glück hat. Könnten wir jetzt mal aufhören damit, bitte? Muss ja nicht gleich das ganze Camp erfahren. Also, dann mache ich mich mal auf den Weg. Was jetzt? Jetzt müssen wir erstmal den Krankenwagen so schnell wie möglich loswerden. Warum? War doch nur ein Unfall. Weil ich nicht will, dass das die Kinder oder die Eltern erfahren, dass das passiert ist. Verstanden? Was ist mit Ihnen? Keine Sorge. Um die kümmere ich mich schon. Schöne Scheiße, was euch hier passiert ist. Ich hoffe, ihr passt in Zukunft besser auf. Ben? Dadurch sind Sie doch jetzt hier der Rangälteste, nicht wahr? An sowas habe ich überhaupt noch nicht gedacht, Mr. Casting. Ich verstehe auch nicht, wie sowas passieren konnte. Schon gut, Ben. Wir haben schließlich das Camp zu versorgen, oder nicht? Ja, Sir. Nebenbei $50 mehr die Woche sind doch wohl auch nicht schlecht, oder? Nein, Sir. Alle standen nicht gut mit ihm. Schön, also $15 mehr die Woche für die anderen von euch. Okay? Das ist sehr großzügig von Ihnen. Ach so. Ben, da wäre noch eine andere Sache. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass die Kinder erfahren, was los war. Verstehst du? Zu grausam, finde ich. Du sagst einfach, dass Artie plötzlich einen neuen Job hat, wenn ich jemand fragen sollte. Sicher. Ja, wenn Sie so sagen, Sir. Gut, und tu mir den Gefallen und sag deinen Freunden, sie sollen dasselbe sagen. Auf die können Sie sich verlassen, Sir. Gut. Danke, Ben. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Glaubt ihr, wir kriegen heute noch was zu essen? Hm? Geht schon los, Sir. Der Geist besiegt die Materie, das ist die Lösung. Und das heißt, selbst die unglaublich einfache Aufgabe des Sich-Hinsetzens ist unmöglich, wenn der Geist streikt. Mensch, hör auf. Das ist doch Quatsch. Maul halten, Mozart. Konzentrieren. Konzentrier deine ganze Kraft auf das einfache Sich-Hinsetzen. Und du wirst dich wundern, wenn die Zeit kommt. Und dein Körper ist willig. Aber der Geist streikt. Ich zähle jetzt bis drei. Bei drei wirst du deine ganzen Kräfte konzentrieren, nur um dich hinzusetzen. Konzentrier dich! Ich kann's gar nicht oft genug sagen. Geist besiegt die Materie! Geist besiegt die Materie! Ich fange jetzt an zu zählen. Eins, zwei, drei! Du bist vielleicht bescheuert? Mensch, sag bloß, Mozart ist auf den alten Trick reingefallen. Und ich dachte, Mozart wäre viel zu clever. Schnappt euch eure Handschuhe, das Spiel geht gleich los. Spielen die gegen uns? Jetzt gleich. Ich habe $5 auf euch gesetzt. Ihr dürft nicht verlieren. Und keine Angst, Gene, die ziehen wir über den Tisch. Ja, umso besser. Also dann. Also los, Ricky Boy, mach uns keine Schande. Hey, Großmaul! Wollen du und dein Kindergarten nicht eine Wette abschließen, ehe das Spiel losgeht? Um wie viel denn, Arschgeige? $1, Arschloch. Das ist ein bisschen wenig. Sagen wir 5. Na gut. Ganz schön mutig. Klar, jetzt schwingt er die Keule. Guckt dir das an. Na, also, wollen wir sehen. Ja, 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 mach dich mal nützlich und bring mich ins Ziel, ha? Der kleine Scheißer kann froh sein, wenn er trifft. Die Pfeife hat doch keine Ahnung. Durch!
Jeder hat mal Glück. Kein Problem, Jean. Der Kerl schlägt lahme Dinger. Kannst ganz locker zuwerfen. Halt die Schnauze, du Dussel! Halt du sie lieber, Bill. Das schaffst du, ja. Na, nur mal los jetzt. Ja. Oh nein. Ja, Billy! Ach, gut! Ja, lauf! Lauf! Scheiße! Lauf! Lauf! Mach schon, Mods! Lauf! Du kriegst ihn! Kriegst ihn! Ja! Los! Los! Rein damit! Ja! Gut gefangen, Mods! Hättest du das gedacht? Und wie steht's überhaupt? Weißt du das? Na, ich glaube 8 zu 6. Komm schon, nimm den Schläger von der Schulter. Arschloch! Klasse, Ricky! Mist! Na, Paul, was wirst du denn jetzt mit dem Riesengewinn anfangen? Weiß ich noch nicht. Vielleicht kaufe ich mir ein Segelschiff oder sowas. Was machst du? Und ich mach dann die Kreuz. Verdammter Mist, wie kriegen wir noch? Hey, Jean, wie wär's mit einem richtigen Spielchen das nächste Mal? Ja, vielleicht holt ihr die Mädchen das nächste Mal zu Hilfe. Ist okay, wir kriegen's wieder. Komm schon, keine Angst. Trägt doch nicht auf, die kriegen wir. Wir brauchen noch Puppen. Wer will schon nackt baden mit 15 Jungen und nur 5 Tanten? Dann frag doch mal Angela. Die beobachte ich nun schon eine Woche. Die ist nicht ganz dicht. Moment noch. Du bist doch wohl nicht zu feige, sie zu fragen, ne? Könnte doch interessant sein, Angela mitzunehmen. Gut, frag du sie. Oh, das würde ich. Aber es war nicht meine Idee. Hey, werde ich dir denn die schöne Idee klauen, ne? Oder seid ihr ängstliche kleine Hühner? Schon gut, ich mach's. Wer weiß, vielleicht heirate ich sie. Also ran an den Speck. Ah, guter Wurf. Hey Angela, wir wollen heute Nacht zum See runter. Weißt du, ein bisschen schwimmen und wir dachten vielleicht, ob könnte ja sein, dass du Lust hast mitzukommen. Der Profi übernimmt. Hör mal, Angela, was hältst du davon, wenn wir einen kleinen Spaziergang machen und reden dabei über heute Nacht? Was ist los? Kannst du nicht antworten? Ich hab dir doch gesagt, die hat einen Zacken weg. Angela, der Nussknacker. Ist doch richtig, Angela. Du hast ein Rad ab, hä? Angela, kennst du das? Erinnert dich das an jemanden? Mensch, Angela, wie kann man nur so bescheuert sein? Was hast du denn los? Du Arschgesicht, lass sie in Ruhe! Wirklich? Was willst du dagegen machen, Arschloch? Schweine, ich reiß euch die Eier ab, wenn ich euch kriege! Du armer Irrer! Halt die Klappe und komm! Komm schon! Wichser! Als Maulmensch, Mel ist hier! Interessiert mich nicht! Ich glaube, ich bring dich jetzt besser ins Krankenzimmer, ehe du hier noch mehr Schaden anrichtest. Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Reg dich ab, Rick, die kriegen wir noch. So, und jetzt raus hier. Paul, erinnerst du dich? Wir sahen uns letzte Woche, als wir eintrafen. Hör mal, ich weiß,
Ich meine, Ricky hat mir alles erzählt. Na egal. Tut mir richtig leid, das mit deiner Familie. Ich und Ricky, wir sind wirklich dicke Freunde. Wir sind schon seit 3 Jahren zusammen. Bei sowas lässt keiner den anderen allein. Letztes Jahr haben wir die Slips der Mädchen, Entschuldigung. Wir sind auch erwischt worden. Das war auch alles nicht sehr schön. Ziemlich miese Sache. Ja, Scheiße. Es gab ziemlichen Ärger. Dann war da letztes Jahr Aaron Weinstein, den wir ohne Klamotten vor die Tür setzten. Mann, das gab vielleicht einen Ärger. Hallo Haus 19, es wird Zeit. Antreten und auf geht's. Ich glaube, ich muss los. Also gute Nacht, Angela. Gute Nacht. Gute Nacht. Macht schon, ihr Süßen. Das Wasser ist nachts wärmer. Was ist mit euch, hä? Ach, weiß nicht, Billy. Ist doch ganz einfach, oder? Fangt doch mal ohne uns an. Geht da zum Teufel! Ihr wisst doch sowieso nicht, was Spaß macht. Kommt, Jungs. Lach nicht. Lach doch nicht, Mensch. Lach nicht. Eine der Damen Lust auf eine Mondscheinpartie? Hey, komm, da läuft schon nichts. Ich versprech's. Wie wär's, Betsy? Nichts für mich, Kenny. Leslie kommt gleich runter. Versuch's doch bei der. Leslie kommt gleich runter. Das ist ja riesig, du. Schon gut. Ja, denn viel Spaß. Warum sagt ihr das so komisch? Habt ihr irgendwas vor? Keine Angst, Leslie. Kannst mir vertrauen. Mike macht doch immer so einen Scheiß. Das Wasser ist nachts echt wärmer. Besser, du lässt die Hand nicht zu lange drin. Alle Wasserschlangen beißen nachts besonders gern. Schatzkeks. Wirklich? Wenn du reinfällst, dann wirst du es schon erleben. Hey, hör auf zu wackeln, hörst du? Warum? Hast doch keine Angst vor Schlangen und Fischen, oder? Kenny, hör auf! Fahr zurück! Weißt du, wenn du reinfällst, sehen wir uns vielleicht nie wieder. Du blöder Hund, Bescheuerter! Ist doch eine Wasserschlange, die ich da sehe, oder? Leslie! Hey! Hey, du! Ihr Typen seid das Letzte! Hey, Leslie! Wie geht's den Wasserschlangen da draußen? Gesehen? Ich zeig dir meine! Hey, Barbariebub! Hey, Barbariebub! Was zum Teufel willst du hier? Das glaubt mir keiner von den Jungs, dass du wirklich hier bei mir warst. Mensch, Kenny, du hast alle Hühnchen verscheucht. Typisch Kenny, er liebt und verlässt sich. Also Leute, wir hauen lieber ab, bevor die Mädchen Ronny erzählen, was hier abgelaufen ist. Dann heißt es noch, wir wurden erwischt und ohne. Blöder Sack. Kenny, komm raus! Komm schon, mach zu! Scheiß drauf, Mike!
Der spinnt mal wieder. Der kommt gleich nach. Immer dasselbe. Dauernd kann ich hinter diesen Halbwilden herräumen. Die denken wohl, ich hab nichts anderes. Scheiße! Diese kleinen Arschlöcher! Wie zum Teufel kommt das hierher? Räum dies auf, räum das auf. Mach dies sauber, mach das sauber. Ach, mir reicht's langsam, Mel. Ich finde, Mel könnte ruhig mal seinen fetten Arsch aus dem Sessel heben und helfen. Dieser Sohn einer... Ich das sehe, ist der Junge ertrunken. Natürlich müssen wir noch die Obduktion abwarten, ehe wir irgendwas Genaueres sagen können. Tod durch Ertrinken. Er ist herumgeturnt, das Kanu ist umgekippt und daher die Kopfverletzung. Ah, das glaube ich nicht. Es waren keine Beulen oder Blutergüsse zu sehen, aber verstehen Sie, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Es war offensichtlich ein Unfall. Ich meine, der Junge ist wohl in Panik geraten. Das wäre eine logische Erklärung. Also es war einer dieser unglücklichen Unfälle, die unvermeidbar sind. Und das ist auch schon alles. Ich weiß nicht mehr... Es war ein Unfall! Ich meine, das hat doch der Officer gesagt, ne? Ich sagte, die Autopsie wird die Aufklärung bringen. Gut. Sie rufen mich dann gleich an? Können Sie sich drauf verlassen. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss jetzt leider mit den Eltern des Jungen sprechen. Danke für Ihre Hilfe. So was, dieser Mann kann wohl keinen Widerspruch vertragen, oder? Er hat wohl Angst, dass die Presse schlecht darüber schreibt. Das wird sein. Hey, wollten Sie nicht was sagen, ehe er Ihnen vorhin so über den Mund fuhr? Ich weiß nicht. Mir fiel vorhin ein, der Junge war ein ganz ausgezeichneter Schwimmer. Ich hoffe, Sie irren sich. Ja. Es gibt nichts mehr zu sehen. Geht in eure Unterkünfte und macht euch fertig zum Frühsport. Neun zu sechs. Zehn zu sechs. Hallo, Angela. Wie geht's so? Okay, und wie geht's dir? Könnte besser sein. Ricky hat mich gerade geschafft beim Tennis. Sag mal, kommst du heute Abend zum Film im Gemeinschaftsraum? Können wir denn nicht woanders hingehen? Ja, können wir. Aber ich dachte, wir sehen ihn zusammen. Na, wie ist es? Gehen wir? Na gut. Toll! Hey! Warum darf Angela den ganzen Tag mit den Jungen sprechen, während wir Volleyball spielen? Warum hat sie es besser? Nicht ganz einzusehen, was? Was machst du denn hier eigentlich? Geh ja schon. Bis später, Angela. Bis dann. Hör zu, Angela. Wenn du auch weiterhin bei unseren Spielen partout nicht mitmachen willst, dann setz dich hier auf die Bank und sei still. Und auch keine Unterhaltung mit den Jungs. Es gibt hier keine Extrawurst für dich, klar? Hast du das verstanden? Große Güte, sie hat sich mit ihm unterhalten. Lass uns doch das Spiel beenden, dann können wir essen gehen. Also gut. Hast du wirklich keine Lust zu spielen? Nein, danke. Oder was anderes, was du tun möchtest? Segeln zum Beispiel. Schon in Ordnung. Es macht mir nichts zuzusehen. 12 zu 7. Deinem Haus bringen? Aber ja, gern. Sei nicht so blöd und stell dich nicht so stur an.
Denk mal an die dufte Zeit letzten Sommer. Na, was ist, ha? Gehen wir beiden? Heute nicht, Ricky. Wohin gehen wir? Ich will dir was zeigen. Ich hoffe, du bist nicht sauer, oder? Ich bin nicht sauer. Ich glaube, ich gehe rein. Gibst du mir noch einen? Ich meine, guten Nachtkuss. Ich muss jetzt rein. Gute Nacht, Angela. Gute Nacht. Hallo, Paul. Wie geht's, Judy? Du und Angela, das wird ja eine richtig ernsthafte Geschichte. Na und? Ich verstehe gar nicht, dass sie dein Typ ist. Du, ich meine... Ich gehe jetzt. Jungs, ich hatte einen tollen Abend. Shh, sonst wacht Mozart auf. Was macht ihr denn da? Du wirst schon sehen. Fang an, Barry, aber weck ihn nicht auf. Bastard! Was ist los, Mods? Die Frührasuren? Bastard! Ich bring dich um! Bleib hier! Hey! Wollt ihr Kerle mich verarschen? Seid ihr bescheuert oder was? Gib das her! Das siehst du am Ende des Sommers wieder mit viel Glück, Idiot! Komm schon, Gino. Das war ein Jux. Mach keinen Putz. Ja, mach keinen Putz. Vielleicht können wir ja Ronnie fragen, was er davon hält. Also bis Ende des Sommers. Sehr richtig. Und jetzt alle in die Betten. Das gilt auch für dich, den Verliebten. Wer bin ich? Ricky. Nein. Bert Reynolds. Das trifft's schon eher. Ich gebe auf. Überraschung. Wer ist denn das? Na, sieh mal an. Sind das nicht die frisch Verliebten? Warum haust du nicht endlich ab? Oh, Entschuldigung. Sie ist eine Kuh manchmal. Findest du nicht auch? Ach du Scheiße. Da kommt der wildeste Feger des Westens. Ich gehe lieber freiwillig ins Wasser. Wir sehen uns dann, Angela. Schließ dich mal wieder aus, was, Angela? Was ist denn los? Willst du nicht schwimmen? Kannst du schwimmen? Angela, ich frage dich, gehst du ins Wasser oder gehst du jetzt nicht? Ha? Angela? Ich warte auf eine Antwort! Ja oder nein? Verdammt nochmal, antworte mir, Angela! Antworte mir, verdammt! Was zum Teufel ist denn los hier? Mir nicht. Sie ignoriert mich einfach! Alles klar, Angela? Mac, wir sprechen uns gleich nach der Schwimmstunde. Jetzt geh sofort zurück auf deinen Posten! Kinder, wir sollten eins nicht vergessen, Angela zu danken, dass Mac Ärger hatte. Ich wollte das nicht. Du alte Scheißkuh! Gib das her!
wie Angela. Ich möchte wissen, warum du nicht unter die Dusche kommst, wenn wir alle duschen. Hm? Oder bist du lesbisch, Süße? Oh, ich weiß, was es ist. Du bist noch nicht in der Pubertät, nicht? Ich wette, du hattest noch nicht mal deine Tage. Jetzt reicht's, Judy. Angela kann doch duschen, ohne dir oder irgendjemand anderem Bescheid zu sagen. Ja, sie geht in die Dusche, wenn keiner sieht, dass sie keine Haare da unten hat. Judy! Der wahre Zimmermannstraum. Flach wie ein Brett und nichts zu nageln. Jetzt ist Schluss. Verzieh dich! Ich gehe raus zu meinem Cousin. Ich bin zum Essen zurück. Hey, guck mal rein. Gib mal. Und? Ihr dämlichen Schweine, seid ihr beknackt? Das kriegt ihr wieder! Ihr Saukerle! Wichser! Kommt runter und ich mach euch alle! Wichser! Ihr Arschgeige! Angela! Hurenböcke! Scheißtypen! Kommt doch runter, wenn ihr euch traut! Ich trete euch so in den Arsch, dass ihr euch nicht wiederfindet, ihr dummen Schweine! Was denn, meinst du mich? Kleiner! Billy, komm runter! Lass es jetzt gut sein! Ihr Blödis, kommt da sofort runter! Diese Drecksäcke hatten laufen auf meiner Cousine. Oh, Scheiße! Es reicht! Hey, hey! Ich habe alles gesehen. Wisst ihr eigentlich, wie gefährlich das ist? Ihr hättet ihr ein Auge auswerfen können. Wenn Ronnie das alles hört, gibt es für eine Woche keinen Kantinenbesuch. Das gilt auch für dich mit deinem Riesenmaul. Was? Und höre ich sowas noch einmal, schmeiß ich eure ganze Clique raus. Und glaubt ja nicht, es wäre nicht ernst. Abmarsch zum Essen. Was ist mit dir, Angela? Alles klar? Ist in Ordnung. Zieh dich lieber um, bevor du dir eine Lungenentzündung holst. Guck dir den doch. Die sieht aus wie Hunde. Sieh dir mal die Seile in die Augen. Das kann man wohl sagen. Hey, was habt ihr denn vor, hä? Na, wir haben Spiel gegen die Betreuer abgemacht. Spielst du mit? Klar. Ich muss aber erstmal auf den Topf. Wir sehen uns dann unten, okay? Ist gut. Bis später. Wer ist da? Mensch, hör auf mit dem Käse! Verdammt nochmal, nicht mal in Ruhe scheißen kann man hier! Was macht ihr denn da? Nehmt doch diese Viecher raus! Seid ihr wahnsinnig? Lasst mich hier raus! Macht doch die Tür auf! Lasst mich raus! Oh, hilft mir doch! Mein Gott, hört denn keiner? Oh, ihr seid wahnsinnig! Oh, Hilfe! Hilfe! Oh, Hilfe! Oh!
Jetzt bin ich fertig. Einfach am Ende. Wie viel bleiben noch? Vielleicht so 25. Dann können wir alle packen und hier schließen. Niemand wird jemals seine Kinder hier wieder herschicken. Warum nicht den Sommer zu Ende machen? Gleich morgen sichere ich die Häuser. Hat doch keinen Sinn, dieses Ausgehverbot. Ja, machen wir es doch leichter für den Killer. Hey, sag doch nicht sowas. Wir wissen doch überhaupt nichts. Ja, natürlich. Dann sieh doch endlich diesen Hass in seinen Augen. Aber ich habe nichts dagegen getan. Jetzt geht's gegen mich, nur ganz allein. Ich werde ihn kaputt machen. Bloß nicht sowas, Mel. Das ist doch wirklich Irrsinn. Ja? Mag sein, das stimmt. Kann sein, ich bin jetzt irrsinnig. Mag sein. Erschrocken, was? Ich dachte, du wärst der Killer. Ach, komm schon. Erzähl mir nicht, dass du den Quatsch glaubst. Ach, und was war mit Billy? Irgendjemand wollte einen Witz machen und das ging daneben. Komm schon. Wir verschwinden hier, ehe sie uns sehen. Oder ermorden. Wo gehen wir hin? Zum See. Warte, wenn ich dich erwische. Nein, nicht. Komm, Angela. Ich mach schon nichts. Okay, hört ihr mal eine Minute zu? In den letzten paar Tagen haben wir uns an den regulären Zeitplan gehalten. Und das wird langweilig. Also wollen wir heute mal was anderes machen, okay? Wie im richtigen Krieg werdet ihr in zwei Gruppen aufgeteilt und wir spielen Erobert die Fahne. Für die, die es noch nicht gespielt haben. Gene, na? Komm, erklär die Regeln. Also, ihr Gangster, hört zu, weil das nämlich Spaß macht. Je nachdem, in welchem Team ihr gerade seid, tragt ihr weiße oder blaue Bänder. Die mit den blauen Bändern müssen die weiße Fahne erobern und die mit den weißen Bändern die blaue Fahne. Ist doch ganz einfach, oder? Um sie zu erobern, müsst ihr in das Gebiet des Gegners eindringen. Klaut die Fahne, ohne eines der Bänder zu verlieren. Der Erste, der eine Fahne erobert hat, gewonnen. Und das ist es schon. Ich kann nicht verstehen, warum du letzte Nacht so sauer warst. Ich hab doch gar nichts Schlimmes gemacht, oder? Tut mir leid, Paul. Ich war nicht drauf gefasst. Und jetzt? Okay, ich verstehe. Bitte nicht. Was ist denn mit dir los? Ich muss gehen. Angela! Angela! Lass sie gehen. Ich verstehe wirklich nicht, warum bist du hinter ihr her? Sie ist so blöd. Was weißt du denn? Ich weiß allerhand. Mann!
Angela. Kannst du mir helfen? Ich habe einen tollen Plan, um die Fahne zu kriegen. Wir gehen durch den Wald und schleichen uns von hinten an. Du gehst den einen Weg und ich den anderen. Kommst du mit? Ich habe keinen Bock drauf, Ricky. Ach, komm schon. Hilf mir doch, ja? Tu mir doch den Gefallen. Bitte. Wenn wir die Fahne haben, ist das Spiel vorbei und du brauchst ja nicht mehr zu spielen. Okay? Na gut, wo müssen wir hin? Und komm mit. Die Fahne muss da irgendwo zwischen den Bäumen sein. Du gehst auf diese Seite, ich gehe rum und greife von der anderen Seite an. So kriegen sie uns nicht beide gleichzeitig. Und wann muss ich rauskommen? Gute Frage. Pass mal auf, gib mir etwa 5 Minuten und wenn ich sehe, dass sie hinter dir her sind, schleiche ich hin und wir haben die Fahne. Hoffentlich klappt's. Keine Angst, ich bin Profi. Mach schon, hier sieht uns doch keiner. Mensch, sei doch nicht so verkrampft. War doch gar nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht. Angela! Angela! Hey! Wo willst du denn hin? Du bist eine Drecksau, weißt du das? Halt's Maul, Ricky! Du kannst ja auch! Wünsche ich dir auch! Darf ich mich setzen? Angela, tut mir wirklich leid, was da vorhin passiert ist. Ehrenwort. Ich weiß nicht, was los war. Sie ließ mich einfach nicht in Ruhe. Komm schon, Angela. Bitte. Gib mir noch eine Chance. Ja? Bitte. Beide wieder glücklich vereint? Mensch, Angela, du bist ja schnell im Vergeben. Besonders nachdem er mir erzählt hat, wie prüde sie ist. Das war doch der Ausdruck. Ist es so, Paul? Ich werde jetzt gehen. Bis dann, Paul. Er ist wirklich nicht sehr aufregend. Ich meine, für dich reicht's. Hältst du nichts vom Schwimmen? Ha, Angela? Was hältst du von der Begegnung deines wundervollen Körpers mit dem Wasser? Ha? Na, Ricky. Hi, Mel. Schade, wir hatten noch nicht viel Gelegenheit, uns zu unterhalten. Wie waren deine Ferien bis jetzt? Oh, ganz gut. Nur ganz gut? Naja, wäre schon besser mit ein paar mehr Jungs hier. Ist ja fast unmöglich, Baseball zu spielen, ja, nicht? Ja. Ist doch schade. Viele haben uns verlassen. Wird's bald, Angela? Los jetzt zum Schwimmen. Oh, was ist mit dir? Hast du Angst? Oh. So sag doch was, du ausgekochte Pute. Probleme? Meine Herzensfreundin Angela hier fühlt sich zu schlecht, um ins Wasser zu gehen. Oh, die Süße. Keine Lust? Oh, ich glaube, das machen wir anders. Nein, lass das! Nein, nein! Aufhören! Bitte, nicht ins Wasser! Bitte lass mich runter, bitte! Also bei der bösartigen Berichterstattung weiß ich nicht, wie ich das Camp halten soll. Angela! Ich rede mit dir! Hey, was soll das genau denn? Genau wie die anderen Male. Sie bringt sich in Schwierigkeiten und du spielst den Retter und versuchst, sie da rauszuhauen. Wie machst du es denn diesmal? Wieder ertränken oder nochmal was Neues? Wovon reden Sie überhaupt? Lass ich sah, raus. Ich sah dich jedes Mal in der Kantine bei der Wasserschlacht. Du Killer, du! Hört auf! Schmeiß mich nicht ins Wasser, bitte! Nicht ins Wasser! Hilfe! Bitte nicht! Tötest, um mich fertig zu machen. Ist es so? Ist es so?
Um Himmels Willen, Mel, was soll denn das? Angela! Oh, die Arme. Ihr seid Pissnelken, wisst ihr das? Ihr kleinen Wichser. Hey, ihr Schweine, hört auf damit. Was soll denn das? Schon wieder ins Wasser. Ja. Ganz ruhig, Angela. Ist schon gut. Das wird schon wieder werden. Die können sich auf was gefasst machen, das ist sicher. Ich verspreche es dir. Okay, das Einzige, was heute auf dem Programm steht, ist ein Treffen im Gemeinschaftsraum. Die Betreuer können ihre Kinderchen so gegen 9 hinbringen. Außer Eddie, für den habe ich mir was Spannenderes ausgedacht. Einen freien Abend. Noch besser als das. Heute Nacht klemmst du dir deine kleinen Schützlinge unter den Arm und kämpfst mit ihnen am See. So mit Lagerfeuer, schlafen unterm Sternenhimmel und grillen zum Frühstück, weißt du? Kaum erwarten. Okay. Und die anderen sind alle dran heute Abend, außer, lass mal sehen, Gary und Mac. Noch Fragen? Klasse. Ja. Was ist denn? Will irgendjemand tauschen? Tut mir leid, aber das geht nicht. Wünsche allen einen schönen Abend, was ihr auch macht. Okay. Mensch, hast du Glück. Kannst du laut sagen, ich mache heute einen drauf. Du und der Rest von uns. Dann bis später, okay? Ja. Ist das klar? Ja. Hey, rat mal, wer heute frei hat. Oh, gratuliere. Hör mal, ich dachte, erinnerst du, dass du ein Abendessen versprochen hast, oben bei dir? Ja. 9:30. Ganz sicher. Bis dann. Worüber freust du dich so? Ich hab deine Sache laufen. Oh ja? Mit wem? Geheimnis. Oh. Ihr Hübschen lasst mich wohl nicht vor, was? Ist ja schon gut. Du, Judy? Judy! Judy, läuft das Wasser nebenan noch? Ich nehm's an. Klasse. Bis später. Keine Klopperei, klar? Hier geht's lang. Sag mal, ihr habt doch alles aus dem Auto mitgenommen, nicht? Lass das! Gib das her! Das ist kein Spielzeug! Ich hab doch überhaupt nichts gemacht! Also, ihr bleibt jetzt hier und ich geh los und hol Holz fürs Feuer, okay? Kann ich mit, Eddie? Bist du mein Schatten? Schon gut, schon gut. Also los. Hi. Weißt du, wo Ricky ist? Er hat sich vorhin hingelegt.
Ihm war ein bisschen schlecht nach dem Essen. Vielleicht kommt er nach. Hör mal, Angela. Tut mir wirklich leid, was ich getan habe. Ich weiß, das war falsch. Kannst du das denn nicht vergessen? Bitte. Ich wollte das gar nicht über dich sagen. Ich hatte wohl eine Mattscheibe. Ich schwör's. Weg da, Kinder! Sind Sie nicht ein süßes Paar? Ich hasse diese Kuh. Bitte, Angela. Tut mir wirklich leid. Du weißt das, ne? Bitte verzeih mir. Bitte. Meinetwegen am Wasser nachher, aber du ganz allein. Ich bin da. Vergiss es. Eddie! Bitte, Eddie. Ich will in mein Bett. Ja, du. Ich auch. Ihr könnt dann auf die Palme jagen, Quälgeister. Bitte! Ist gut. Ab zum Wagen. Susi, ist Meg hier gewesen? Sie hat frei heute Abend. Ja, ich weiß, sie wollte sich vor einer Stunde mit mir treffen. Warst du in ihrem Haus? Noch nicht. Wenn du sie siehst, sag ihr doch, dass ich sie suche, ja? Mhm. Küsst du immer so nass? Entschuldigung. Schnell unters Bett. Hi, Mel. Hallo. Nicht auf dem Gemeinschaftsabend? Bin ein bisschen alle. Deshalb habe ich mich früher hingehauen. Aha. Ich suche Meg, hast du gesehen? Zum letzten Mal habe ich sie gesehen, gerade als sie nebenan duschen wollte. Wann war das? Ich weiß nicht. Nach dem Essen irgendwann. Gut, danke. Du weißt, dass du dir die Augen ruinierst, wenn du im Dunkeln liest, hä? Hör mal, ich verschwinde jetzt besser. Was? Du Arschloch! Na ja, ich will nicht erwischt werden. Ist doch Quatsch, der kommt nicht zurück und du weißt das. Ja, eben nicht. Gut, wir sehen uns morgen. Ja, das möchtest du wohl. Miese Type! Bist du da? Meg. Er war das.
mich fertig zu machen. Ich hatte ihn, Mac. Ich hatte ihn, Mac, und ließ ihn laufen. Vergib mir, Mac, bitte, vergib mir. Den mache ich fertig. Restlos fertig. Der kommt hier nicht raus. Und den sieht keiner jemals wieder. Mike? Bist du's? Wer ist das? Wer es auch ist, lass das Licht aus, sonst müssen wir noch zu diesem Ringelpiez. Ach so, du. Was willst du hier? Wie? Essen. Oh nein, ist viel zu spät. Komm, ab ins Bett. Och, lass mich doch bitte. Ich hab flach gelegen, mir war so schlecht vom Essen. Ich hol mir nur eine Kleinigkeit. Ja, das Essen war scheiße. Mach aber schnell. Danke, Jeff. Von Ihnen? Hör zu, ich komme gleich. Jetzt sofort. Ich kann's einfach nicht fassen, du. Hab ich dich endlich, du Monster! Was soll das sein? Lass mich in Ruhe! Dann, so wie du, Kenny und Billy. Und genauso mit Meg! Wovon zum Teufel reden Sie eigentlich? Ich weiß von nichts! Hören Sie auf, ich hab nichts gemacht! Sie blödes Arschloch! Hören Sie doch! Ich war's nicht! Lüge! Lüge! Harry, ruf sofort alle Betreuer zusammen. Sie sollen in mein Zimmer kommen. Ich kümmere mich um die anderen. Was ist denn? Nur mach schon! Ich habe ihn. Genau wie ich es Mac versprochen habe. Ich habe ihn. Jetzt kann ich gehen.
Jetzt kann ich endlich gehen. Das bist ja du. Das kann nicht sein, dass du's bist. Es sind alle hier. Sehr gut. Also, ich schlage vor, dass Sie zu den Kindern gehen, um sicherzustellen, dass sie drin bleiben, ja? Angela und Judy sind verschwunden. Oh Gott, nein, was ist hier eigentlich los? Der Killer ist los. Mach dein Haus dicht. Pass auf, dass keiner es verlässt. Ja, Paul und Ricky sind noch nicht zurück. Dann suchen wir sie jetzt sofort. Gehen Sie bitte nur zu zweit und suchen Sie überall, auch in den leeren Häusern. Ich hole nur die Taschenlampe. Ja. Wir suchen den Hügel ab. Los, komm. Ja. Hab nicht geglaubt, dass du kommst. Lass uns schwimmen. Jetzt? Was ist mit unseren Sachen? Zieh sie aus. Okay. Ich habe einen. Ricky. Hey, er lebt noch. Bist du okay? Angela, hörst du mich nicht? Das Zusammenleben mit uns wird dir bestimmt großen Spaß machen, da bin ich ganz sicher. Als Willkommensgeschenk habe ich hier dieses wunderschöne Kleid. Ich hoffe nur, dass Richie nicht eifersüchtig wird, weil ich für ihn nichts kriegte. Aber er ist ja ein so süßer Junge und sicher wird er es einsehen. Weißt du, ein kleines Mädchen war immer mein Traum. Aber natürlich, als mein Mann noch lebte. Oh ja, das ist Schnee von gestern, wie ich so treffend sage. Aber doch auch schon alles längst vorbei. Und es wird sicher eine nette kleine Überraschung sein, wenn Richie nach Hause kommt und findet dir ein süßes Mädchen vor. Ja, dieser ewige Traum von etwas Unerreichbarem. Ich meine, wir haben ja schon einen Jungen, also wäre doch ein zweiter gar nicht gut. Oh nein, auf keinen Fall. Ein kleines Mädchen wäre viel besser, Angela. Angela, was für ein lieblicher Name. Erinnert mich an einen Engel. Das ist es, genau das. Du wirst dich damit abfinden, nicht wahr, Peter? Thank you.
Außer Gott, sie ist ein Mann. Eyes, it comes as no surprise. You say.